So, herzlich willkommen zurück zum wohl wärmsten Tag, wobei mittlerweile fast jeder Tag der gefühlte wärmste Tag ist. Call of Doom Sigil Ultimate. Irgendwie so. Ich habe immer noch die ersten Folgen wieder umbenannt, weil die ersten Folgen, da fällt das Ultimate im Namen, aber kann man ja schnell editieren. Genau, wir starten einfach mal. Mal gucken, wie viel Aufnahme ich heute schaffe. Denn es ist scheiße so warm, dass, als ich mir Essen in der Mikrowelle warm machen wollte, es kalt wurde. Gefühlt 90 Grad im Schatten. Aber alles Gute, ich habe Eistee. Also Tee mit Eiswürfeln. Ich hoffe mal, das bringt uns was. So. Wir waren bei Level 4, 5, also Episode 4, Level 5, Episode 4, Map 5 und werden jetzt überall abgeschossen. Und ich sehe gerade direkt, nope, definitiv nope. Kannst du schön knicken, ich erkenne gerade gar nichts. Ich gehe gleich mal voll rein. Sieht schon besser aus. So, hier wird jemand direkt ans Leder. Übrigens kam jetzt vor kurzem auch mal wieder eine Project Brutality Version von 3 raus. Also ne, ist immer noch in Entwicklung. Die jetzt wieder spielbar ist, die also bei mir bei GZ Doom nicht abstürzt. Das heißt, wir werden auch demnächst irgendwann mal wieder ein bisschen Project Brutality spielen. Ich weiß nur nicht genau was. Wollen nochmal Doom Ultimate durchspielen? Weiß ich nicht. Wir spielen ja gerade Doom Ultimate durch. Von daher weiß ich nicht, ob wir da uns damit noch ein bisschen Zeit lassen oder. Wow! Auf jeden Fall, wenn wir hier mit Ultimate Doom durch sind, also mit Ultimate und dann kommt ja auch noch Sigil, werden wir auf jeden Fall erstmal mit Call of Doom auch noch Extermination Day spielen. Einfach because we can und because it's cool. Oh Gott, Lost Souls, Alter. Wurde ach da. Mensch, wer hat auch einen Wumms, Alter? Okay. Sieht so weit ruhig aus. Nehmen wir die oder nehmen wir die? Wir nehmen mal hier. So, speichern wir mal. Natürlich 2. Na, no, schau mal nicht. Wer died? Oh yeah. Da hat die einen Wumms, ey. Holy shit. Ah? Nicht schon sonst war ein Revolver die erste Wahl der Cowboy. Die hat zwar eine Scheiß, also in Realität, eine Scheiß Präzision. Mann, ich wollte den. Hat zwar eine Scheiß Präzision, aber dafür auch nicht Wumms. Ah, komm, hier. Was? Oh nein. Oh oh. Alter.
Er will die schöne Munition hier verschwenden. Was nehmen wir hier los? Was denn? Ich glaub das nicht. Wie viel kriegen wir eigentlich hier pro so Dings? Wir haben jetzt 44 und haben jetzt 50. Also 16? Ne, 6. Gut, kann ich das andere Ding auch nochmal nehmen? Easy. Wie einfach dartet und nichts tut, Alter. So. Upsala. Eigentlich wollte ich hier noch gar nicht runter. Holy crap. Okay, das heißt also, die Waffe ist ungefähr, also ne, bei Gegnern, wo ich hiermit nur eine brauche, brauche ich hier ungefähr zwei. Ne, bei Kakodemon hat man gemerkt, da brauchte ich hier zwei Treffer. Und habe jetzt hier vier Treffer gebraucht. Das heißt, die ist eigentlich auch relativ stark. Immerhin halb so stark wie der Revolver. Boah. Gehen wir eigentlich auch in den Informationen, müssen wir eigentlich, ne? So, One-Shot-Damage. Ja doch, haut ungefähr hin. Ja, also hier der rote Balken. Schon nicht schlecht. Schon echt nicht schlecht. So, da brauchen wir rot. Da kommen wir also noch nicht durch. Gehen wir mal nach hier. So, brauchen wir auch rot. Hä? I miss something. Ja, Treffen will gelernt sein. Küche gerade. Geht doch. Das hätten wir auch geklärt. Sehr schön. What the fuck? Oh oh, ein roter Riese. Fuck you.
Ja, der rote Riese, der, ach, scheiße. Ausgerechnet heute, wo ich mir mit den Aufnahmen nicht allzu viel Zeit lassen wollte, fick dich. Ah. Ich hinterrücke von so einem Viech gekillt. War ich jetzt schon oben? Nein, war ich noch nicht. Ach Gott. Also jedes Mal speichern. Spaß. So. Warum hörst du den eigentlichen Imp? Kakodemon. An. Wer hat den roten Fischer nochmal? Ich weiß es nicht. Ich sag's ja, mein Gehirn ist gerade auf Urlaub. Pinky, genau, so hießen die ja, weil die pink sind. Wer kommt eigentlich auf diesen kreativen Namen? War ich da noch gar nicht drinne? Holy crap! Offensichtlich nicht. Oh, leck mich doch. Fuck you. Ah. Stirb halt! Gott! Was? Komm raus hier! Dachte, wird ein One-Hit, aber gut, dann halt nicht. Einfach mal die Fresse halten, Bitch. Okay, der andere ist schon tot. Finde ich auch auf irgendeine Art korrekt. Was? Oh, leck mich doch. Wo bist denn du? Oh, Alter, Mädel. Digga. Gibst du ja nicht. Ja, dann das Haus, bitte kommen. Wo ist denn der? Da! Komm mal her jetzt hier! Geht doch! Okay, geht los! So... Wechseln wir mal wieder auf die hier. Wir haben die rote und die blaue Karte. Haben wir jetzt. Was? Oh, komm mal her, hier. Geht doch. War doch klar. Oh, was zur Hölle? Oh. Klappe jetzt hier. Kannst du noch leben? Immer die eine Toten als Schutzschild benutzen. Geht doch. So, wie krieg ich jetzt am besten diese Lost Souls angelockt? So zum Beispiel.
Fuck you! Digga! Ach, der kam jetzt durch den kleinen Gang da oder was? Ich fick euch alle so hart. Na, da kommt mal her. Bin bereit für euch. Oh, Feierabend jetzt hier. Hält sich am Kopf nicht aus. Was ist denn los hier? By the way. Oh, hält ja alles weg. Okay, da haben wir einmal so einen komischen Tauchanzug. So einen ABC-Anzug. Komme ich jetzt hier unbeschadet rein oder werde ich sterben? Ich werde sterben. Was? Boah, Alter. Mann, diese Lost Souls, ey, die kommen hier immer von nirgendwo. Wo ist denn der jetzt? Warum kommt der jetzt? Oh, das war dumm. Ich dachte, ich kann mich da schön in die Ecke stellen. Aber dann gab es auf einmal keine Ecke mehr. Wovon wo kommst du jetzt? Von wo kommt dieser Hurensohn? Meine Fresse. Spawnt der hier einfach irgendwo oder was? Da. Feiert jetzt hier. So, auf, die Maus. Noch einer? Gott. Die Typen, die da irgendwo rumlungern, komme ich einfach nicht ran. Na. Da war noch ein Faul. Da kommt mal her jetzt hier. Noch mehr Lost Souls irgendwo? Oh, keine Ahnung. Was hab ich jetzt? Genau. Wir wollten uns die Rüstung da holen. Warum eigentlich? Ich weiß es nicht. Wir holen sie uns einfach. So, fragt man kann später mal gucken, was es hier so gibt. Ach ja, gibt es ja irgendwo diese blaue Dingsda-Monster. Ah, genau, das hier gab's. Ah, gut. Hat sich ja wenigstens ein bisschen gelohnt. Und wir können gleich mal hier runter. Ja, hier war was. Ja, ich wollte mich noch nach rechts umdrehen, aber das Problem ist immer, wenn man teleportiert wird, kann man eine kurze Zeit nichts machen. Ah ja, und in der Zeit haben die mich bereits anvisiert. Wir müssen das also irgendwie anders machen mit den Viechern da oben. Ach, fuck. Hatte gehofft, das funktioniert. Gut, dann versuchen wir mal direkt. Ach, Alter. Was war das denn für eine Aktion? Warum hört er mich bereits, obwohl die Tür noch zu ist? Geh doch. So, wir gehen mal rein und versuchen direkt runter zu gehen. Das hat schon mal geklappt. Sehr schön. Gibt's hier was? Oh, ich weiß gerade nicht, ob das jetzt gerade Verschwendung war oder nicht. Also jetzt kann ich hier wieder raus. Gibt es hier hinten irgendwas? Oh, ein bisschen Munition. Oh, Munition, oh Gott, haben wir krass viel Munition verschwendet hier. Was? Ach, ich war noch nicht da hinten. Hä? Ach, oh Gott. Was tue ich hier gerade? So. Machen wir es halt so. Oh, jetzt habe ich keinen Dingsda-Monster mehr. Gut, geschafft. Wir brauchen auf jeden Fall wieder Munition, Alter. Unsere Munition ist ja quasi aufgebraucht. Gott, Alter. Was tue ich denn jetzt hier? Nur bescheuert, Alter. Ja, nicht da nach oben gehen, sondern da nach oben gehen. Danke. Das funktioniert ein bisschen besser. Mal gucken wir mal hier ein bisschen nach Munition. Da ist eine rote Tür. Okay. Gut, hier ist nochmal so ein Anzug. Okay, den nehme ich dir nochmal.
Und wo gehst du hin? Ach ja. Ah, gut. Ah, siehst du, hier ist überall noch Munition. Da guckt mal einer an. Alter Gott, der haben wir gar nicht. Ach, stimmt, die hatten wir mitgenommen und den haben wir verloren. Oh, ach, du Scheiße. Da hatten wir ja verloren gehabt. Also, sind sie gestorben. Gut, dafür den Revolver zu verschwenden, war zwar eine Verschwendung, aber was soll's. War eine Schreckreaktion. Guck mal, wie viel Munition hier noch überall noch rumliegt. Holy crap. Hätte ich beinahe alles hier gelassen. Gott, Alter, hier liegt überall Munition rum. Was ist denn los hier? Haben wir überhaupt irgendwas mitgenommen? Nachdem wir neu geladen haben? Nee, ne? So. Sollte mal einigermaßen gut ausgestattet sein. Passt also. Kann ich einfach da durch? Ah. Ich habe natürlich nicht gespeichert. Och, na ja klar, ich... Ach Gott, dieses Spiel, es hasst mich. Also alles normal. Jetzt werden wir natürlich die Hälfte der Munition vergessen, weil ich denke, dass ich überall schon langgelaufen bin. Wunderbar. Wo waren die denn jetzt auch nochmal? Habe ich gerade durch Schreck gar nicht mehr realisiert, wo ich gerade war. So, was ich aber jetzt weiß, ist, dass da hinten noch diese Viecher sind. Diese Lost Souls. Komm nur einfach mal her, Junge. Was ist mit dem los? Geht jetzt hoch, um dann wieder runter zu gehen. Wenn du mir wehtun würde. So, wo waren die Viecher jetzt? Wo haben wir auf uns gewartet? Schön, denn hier hinten ist ja auch noch ein Weg. LOL. Aha. So, da ich nicht mehr hundertprozentig weiß, wo die jetzt gerade waren, hupsala. Speichere ich mal ganz kurz. Die Wand, da glaube ich, hinter der roten Tür kann das sein. Aber waren wir da nicht schon? Ach ne, okay, das ist der Seitenweg, da waren wir noch nicht. Ach, hier sind wir jetzt, ja, leck mich doch am Arsch. Ja, das ist übrigens so eine, auch so ein komischer Autoshotgun. Aber wie gesagt, die verbraucht einfach zu viel Munition. Ja, das war... Och man, Alter. Am Kackgeländer hängen geblieben, ey. So sollte das passieren, geht auch. Oh, okay, ab ins Ziel, kein Bock mehr. Das Ding da haben wir schon? Oh ja, tatsächlich, haben wir schon. 105, 155, naja, es geht. Ist keine volle Munition, aber zumindestens. Okay, auf das nächste Level habe ich keinen Bock. Das nächste Level überspringe ich einfach. Dieses Level ist auf Realism Tactical Mode quasi nicht schaffbar. Wir werden es trotzdem probieren, aber häufig speichern. Und vielleicht auch cheaten. Mal gucken. Bis dann.